Intro. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Stranded Deep. Ja, ich hatte wieder Zeit auch. Ich würde das eigentlich jetzt rausschneiden, aber nein. Endlich wieder Zeit dafür gefunden, aufzunehmen. Gott sei Dank. Ich habe nicht vergessen, was wir jetzt vorhaben. Und zwar. Huch. Das leckt ein bisschen. Und zwar haben wir einiges vor. Wir müssen die Welt erkunden. Also. Okay. Wir schauen uns auf jeden Fall jetzt erstmal ganz viel an. Ich schmeiße auch erstmal die Sachen hier einfach ganz dumm weg. Mit wenig System. Hier ist noch eine Pflanze. Das schmeißen wir noch da hinten hin. Und dann werden wir uns gleich wieder auf die Suche machen. Das passt da auch hin, ne? Dass wir uns noch andere Inseln weiter anschauen. Pipi. Pipi legen wir da hinten hin. Was sagt die Uhr? Wir verbrennen ein bisschen. Und hier müsste ich eigentlich mal wieder was hinschmeißen. Dass wir genug Wasserproduktion haben. Haben wir vielleicht noch irgendwo was? Ja. Ich weiß auch gar nicht, was wir machen können wegen der Sonne. Das weiß ich nicht. Außer uns in den Schatten zu setzen und nichts zu tun. Aber das machen wir natürlich nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt gleich auch mal eine neue Axt machen, bevor wir losgehen. Ich mache die Kisten dann leer. Aufgesammelt. Sehr schön. Ha! Das will ich nicht. Das wusste ich nicht, dass das auch geht. Uff, Tata. Kann ich mit Sicherheit auch nicht runternehmen. 0,9%, ja moin. Ja, dann brauchen wir auf jeden Fall eine neue Axt. Weiß ich natürlich nicht mehr, wie das geht. Wir können auch mal eine Lederaxt machen irgendwann. Aber später. Irgendwo schmeißt. Ah ja. Langsam so ein bisschen eng hier auf der Insel mit den ganzen Sachen, aber ja. Gibt Schlimmeres, ne? Die Bretter packen wir dahin. Das Leder kommt auch einfach mal hier zu. Die Gun nehmen wir auch nicht mit. Die schmeißen wir auch hier hin. Alle erstmal. Müssten dann gleich mal eine Runde essen. Nee, ja. Steine sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann ist alles leer. Alles klar. Dann schmeißen wir auch hier rüber. Boah, wir müssen so viel aufräumen. Schon echt eigentlich. Auch wenn man mir es nicht glauben mag, sieht das mir hier zu chaotisch aus. Wir brauchen dafür. So, davon haben wir jetzt zwei. Dann brauchen wir einen Stick. Ich glaube, hier können wir jetzt. Ach, das könnten wir auch mal machen, ne? Egal. Wir machen jetzt erstmal hier die normale Axt. Fehlt uns was dafür? Bin ich vorbei? Ich bin vorbei, ne? Hä? Zack. Dann haben wir die neue Axt. Die Steine schmeißen wir auch hier hin.
Super. Den haben wir nicht mal mit. Das war eigentlich mega dämlich. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir das mit den... Wie wir das mit den Fischen machen, mit den Krabben, nochmal, wie ich die braten kann. Habe ich jetzt gerade keine Ahnung. Das Paddel brauchen wir auch nicht. Den Hammer brauchen wir nicht, wenn wir den anderen Hammer... Dann passt das. Einen nehmen wir noch mit. Weil ich gehe davon aus, dass wir auf einer anderen Insel auch wieder so eine Box finden, so eine Holzbox. Das sieht alles ganz gut aus. Wir haben nicht Hunger, nicht Durst. Wir können los. Können wir mal kurz probieren, dass wir es vielleicht so hinlegen, dass ich weiß, dass ich da schon war. Und dann fahren wir darüber. Ach so, Moment. Genau. Das finde ich irgendwie ein bisschen kacke gemacht. Irgendwie baller ich dann immer direkt. Ach so. Ich glaube, ich weiß, was ich falsch mache. So, jetzt gehe ich erstmal hier dran. Genau da wollen wir hin. Ich habe die Steuerung überhaupt nicht mehr drauf. Kriegen wir hin. Warte. Hatte ich beim letzten Mal ja auch schon Probleme, ne? Okay. Okay. Ich sollte erstmal... Jetzt haben wir es wieder. Jetzt haben wir es. Alles klar. Sehr gut. Mal sehen, was uns da hinten erwarten wird. Da waren wir doch schon, oder? Ich würde sagen, da waren wir schon. Ich glaube, da waren wir schon. Ist das nicht die eine Insel, wo wir immer hingeschwommen sind? Ich glaube ja. Das Craft-Menü könnte ich jetzt nicht aufmachen. Schade, sonst hätte ich mir mal angeschaut, ob wir irgendwelche Fackeln machen können oder so. Das ist jetzt gerade schon ziemlich cool. Hier einfach lang zu schwimmen. Lang zu paddeln. So ein bisschen nachjustieren. Ach, herrlich. Einen Kompass habe ich nicht mitgenommen. War vermutlich nicht so clever.
Weil irgendwann werden wir mit dem Kompass nur noch rumfahren können. Wenn wir die Inseln abgegrast haben, die hier in der Umgebung sind. Das, hier müssen wir schon gewesen sein. Da sind noch ein, zwei Kisten. Naja. Ja, ja. Aber auch mal gut hier zu sein. Was haben wir denn noch hier vergessen? Und überlegen, wie machen wir das jetzt am besten? Jukka sind bestimmt wieder fertig, ne? Ja. Ja, ja, ja. Zack. Nutzen wir doch. Zeit. Das Ganze hier ein bisschen. Wir sind healthy? Yes. Das sind wir. Okay, wir müssen eigentlich wieder darüber, um zurückzukommen. Trauen wir uns mal da hinten irgendwo hinzufahren? Ohne Kompass. Schwierig, schwierig. Boah, das ist schon echt weit weg da hinten. Ja, wir müssen auf jeden Fall was machen. Ich will Action haben. Action, Action. Das passt alles von den Werten. Halt, stopp, das wird nix. Jetzt bin ich gespannt. Da war doch ein Hai, oder? Da. Komm, wir schwimmen mal dahin. Ich meine, wir haben ja ein Boot. Klasse, dass ich mir genau die Insel rausgesucht habe, nur weil ich mein Boot woanders abgestellt habe. Als sonst, dass ich das da nicht gecheckt habe. Es wird eine lange Fahrt. Das wird eine lange Fahrt, ey. Meine Herren. Jo, jetzt gleich. War, wenn ihr das Video sehen werdet, ist es vermutlich schon mal anders, aber jetzt an einem Montagabend, am 21. Januar, startet auch gleich wieder ein Stream von mir. Mit einer Runde The Forest. Anderen Folgen von Forest lade ich auch noch hoch. Da muss ich mal wiederum ein bisschen zusammenschneiden, weil ich mir die Streams immer runterlade. Von Twitch. Ja, Dattelpanda zockt. Dead by Daylight. Ganz viel Spaß. Wünsche ich dir. Das ist unsere Bude. Da dürfen wir noch nicht gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher. Wenn da jetzt gleich ein roter Container ist, dann müssen wir doch wieder zurück und den verdammten Kompass holen. Ich kann es nicht erkennen. Ist es der Container da? Ist das da ein Container?
Da ist der rote Container. Dann schwimmen wir dahin. Da. Ja. Das tun wir. Und dann nehmen wir auf jeden Fall nächstes Mal den Kompass mit und dann gehen wir auf längere Fahrten. Ach ja. Mal sehen, was uns da erwarten wird. Ich glaube, also was wir auf jeden Fall machen, wir werden alles bauen. So gut wie alles. Ich würde sagen, 90% werden wir halt bauen. Und Ziel ist auf jeden Fall in dieser Serie mal ein Motorboot zu machen. Ich würde mal gerne herausfinden, was so, wann wir mal Quests Sachen finden. Dass die Quests angezeigt werden. Geht das überhaupt? Ich denke mal schon, ne? Weil, warum sollte es das sonst geben? Wir müssen das nur circa im Auge behalten, wie das aussieht. Aber ich sag mal so, wenn wir im roten Container sind, weiß ich ja, wo wir in etwa hin müssen. Und du ja hoffentlich auch. Ganz schön lange Nacht, ne? Siehst du, das können wir sehr gut erkennen. Wir lassen das Boot einfach da stehen. Da hinten ist ja der rote Container. Ah, da kann ich mich schon irgendwie dran orientieren. Es wird schon schief gehen. Ich würde mal gerne sowas ganz Neues sehen, wo ich denke, was? Sowas gibt es hier in diesem Spiel. Das ist ja krass. Da haben wir auf jeden Fall einiges zu erkunden. Insel ist, glaube ich, nicht so groß und so. Das sind auch neue Bäume. Aber die Bäume kenne ich noch gar nicht. Dann müssen wir später wieder zurück. Das ist der rote Container. Ja, ist im Endeffekt nachher nur geradeaus zurück. Das ist schon mal sehr schön. Ja. Ich würde doch gerne meine Karte finden. Wenn es eine Karte gibt. Gibt es eine Karte? Gibt es eine Karte? Mann, ja. Ist schon ein Stückchen weg, ne? Aber wenn Tag ist, müssen wir ein bisschen weiter sehen können. Da haben wir was für unser Floß, um das größer zu machen. Weiß ich gar nicht, ob ich das hier größer machen will. Also habe ich jetzt noch keinen realistischen Grund für gefunden. So, dann werden wir es genau hier parken, in die Steine rein oder so. Dass wir uns sofort hier Platz schaffen können. Small Pine Tree. Guck
Kommen nur Sticks raus, okay. Wildschwein. Oh. Okay, das ist noch eins. Wenn das uns nicht angreift, ja. Ich glaube, dafür brauche ich noch irgendwie eine andere Waffe oder so. Eine Schlange? Ich bräuchte mal einen Bogen, ne? Wir nehmen erstmal alles so mit, was für uns ja, in die Quere kommt. Klar, die Sticks habe ich eben liegen gelassen. Ah, wow. Hoffentlich macht die Schlange immer Geräusch, bevor sie uns angreift. Ja. Yep. Okay, ersten Sachen zum Abgeben. Haben wir irgendwo einen Vierer-Stack? Hier haben wir. Was sind die Fledermäuse? Okay. Das können wir schon wieder reinpacken. Achso. Bogen haben wir jetzt. Nur noch Pfeile. Ich sammle noch nichts. Also, ja, ich würde die gleich da reinpacken. Aber erstmal gucken, dass wir davon Vierer-Sticks bekommen. Mensch, gerade Satz bilden ist heute ein bisschen schwer. Noch schwieriger als sonst. Das geht? Ja, das geht. Stabile Insel an Ressourcen, aber ich kann mir noch vorstellen, dass wenn ich hier diese anderen Bäume da, die ich nicht kenne. Wie heißen die nochmal? Warte, die heißt Pine Tree. Wenn ich, glaube ich, ein anderes Werkzeug habe, könnte ich mir vorstellen, dass ich ja was anderes aus den Sticks herbekomme. Ein Speer, Bogen. Keine, also bis jetzt eine Yukano hier, aber davon echt viel. Das ist schon sehr angenehm. Vielleicht mal ein Stückchen trinken. Was glaube ich hier nicht so. Alles klar. Kokosnüsse gesehen. Echt viel. Ist wirklich viel. Hier machen wir auf jeden Fall uns auch ein Zelt hin. Das machen wir jetzt am besten direkt. Gucken wir mal kurz. Können wir, glaube ich, gar nicht machen. Können wir wohl machen. Was glaube ich für eine Scheiße. Fertig.
Ist jetzt auch die Koko. Ich dachte schon. Ich dachte schon. Drei Stück waren das, glaube ich. Schöne Aussicht hierhin. Sehr gut. Das passt alles soweit. Die können wir noch abgeben. Davon essen wir jetzt ein. Und bevor wir jetzt die Folge hier beenden. Healthy. Oh, und ein Herz oder zwei sogar bekommen. Alles klar. Bevor wir jetzt hier die Folge beenden, gehen wir natürlich erstmal noch irgendwo hier rein. So. Können wir nur da unten rein? Nein. Was wir natürlich machen können. Ist mit dem Floß dahin, ne? Hätte ja auch klappen können. Okay. Muss das nächste Mal mit dem Floß machen? Puh, das ist doch Rochen, Jochen. Ich hoffe nicht, dass hier Haie sind. Reifen. Es ist wirklich sehr dunkel. Zack. Hier gehen wir nochmal hin, wenn es hell ist. Ja. Schauen wir uns kurz an, was wir da mitgenommen haben. Klamotten. Okay. Es war gerade auch wieder ein bisschen düstere Musik. Das hört sich eigentlich so ein bisschen wie ein Hai an immer. Bin ich mir aber nicht sicher. Da schnuppern wir auch nochmal kurz rein. Jetzt, wenn wir schon da sind. Na, haben wir hier noch was? Ach, konnten wir da hochgucken? Okay. Das war nicht der Plan. Jetzt kommen wir nicht rein. Boah. Puh, ey. Ja. Umsonst hier rein. Schaut mal, was wir jetzt da gefunden haben. Ein Kompass. Ein Kompass. Warum nehme ich die Sachen wieder auf? So. Das ist schon mal gut. Dann können wir doch unsere Reise einfach direkt hier fortsetzen beim nächsten Mal. Dann brauchen wir nicht mehr hin und her. Nice. Okay, dann haben wir schon die ersten Schritte wieder zur Erkundung getan. Wir haben viele Schiffe, die wir erkunden müssen. Mal gucken, wie wir da reinkommen. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir speichern schnell. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif und zockt mal wieder ein Ründchen. Tschüss zusammen.